Selke ist eine beliebte Ferienortschaft in der Kvarner Bucht. Direkt an der kroatischen Adriaküste. Sie schließt sich an die Stadt Krkvencija an. Selke befindet sich etwa 37 Kilometer südöstlich von Rijeka. Selke blickt auf eine 100-jährige Fremdenverkehrstradition zurück. Bereits im Jahr 1894 wurde das erste Seebad eröffnet, womit dieses Jahr als Beginn des Tourismus in Selke gilt. Einiges über die Geschichte von Selke. Die Siedlung Selke ist nachweislich in der Bronzezeit entstanden und von den Liburnern, wie weite Teile der nördlichen Adria, besiedelt worden. Es folgten die Römer, die an dieser Stelle schon im 2. Jahrhundert eine sogenannte Villa Rustica erbaut haben. Die Römer nutzten den natürlichen Hafen als Umschlagplatz, weil von hier aus verschiedene Städte aus in der Adria erreicht werden konnten. Ende des 6. Jahrhunderts wurde das Gebiet von den eingewanderten Kroaten besiedelt. Im Jahr 1224 kamen erstmals die Fürsten von der nahegelegenen Insel Krk in das Weintal. Sie gründeten im Jahr 1366 die Gemeinde Bribir, zu der auch Selke gehörte. Das Essen im Restaurant Cro i Vino ist sehr gut und günstig. Das Personal ist sehr freundlich und schnell. Die Grillplatte für zwei Personen kann ich Ihnen empfehlen. Bringen Sie aber einen großen Hunger mit. Der flach abfallende Feinkieselstrand Polimora ist der beliebteste Strand von Selke. Insbesondere Eltern mit Kindern wissen das üppige Animations- und Freizeitangebot zu schätzen. Des Weiteren gibt es neben Restaurants und Kiosk auch einen Liegen- und Sonnenschirmverleih. Heute lebt das einstige Fischerdorf beinahe ausschließlich vom Tourismus, was durch das ganzjährig milde Klima und durch die gute Straßenanbindung unterstützt wird. Aktuell gibt es 5 größere Hotels und zahlreiche private Ferienwohnungen. Des Weiteren gibt es um und in Selke mehrere Campingplätze. Aufgrund der exzellenten Meerwasserqualität werden die Strände in Selke alljährlich mit der internationalen Blue Flag ausgezeichnet. Wenn Sie Ihren Campingurlaub am Meer verbringen möchten, sollten Sie Selke in Betracht ziehen. Der Campingplatz bietet eine idyllische Poollandschaft, die zum Entspannen und Genießen einlädt. Der Campingplatz sorgt mit einem breiten Angebot an gastronomischen Einrichtungen. Eine kleine Bäckerei versorgt sie mit Brot, Brötchen und verschiedenen Kuchen.
Die kleine idyllische Kapelle ist dem heiligen Josef gewidmet. Sie befindet sich unweit in der Nähe der Pfarrkirche der heiligen Katharina. Die Kirche der heiligen Katharina wurde 1888 erbaut. Im Inneren befindet sich ein aus Marmor gefertigter Hochaltar. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und einen Like.